Willkommen zurück, meine Leute, meine Damen und Herren. Wir sind hier in Fluxia City, habe ich natürlich gewusst, aber ich habe nur mal gewartet, dass ihr euch denken könnt, ah, das ist die Stadt, ich weiß es doch selber. Ja. Im letzten Part haben wir hier die Arena, Timer starten, das haben wir gemacht, die Arena uns vorgenommen und haben dann gehört, wie Flordelis meinte, ich bring euch alle um. Und jetzt müssten wir uns eigentlich wieder nach Illumina City begeben, aber wir haben diese Stadt noch nicht erkundet und das hat natürlich jetzt Vorrang. Nicht irgendwie so ein psychopathischer Terrorist, der irgendwie meint, ja. Fangen wir mal mit denen an hier. Warst du schon mal auf der Place Rosé? Das ist ein Platz im Zentrum von Illumina City. Du findest ihn gegenüber des Pokémon Centers. Warum erzähle ich dir das? Da ist Flordelis, wo du eigentlich jetzt hin müsstest. Aber ich erzähle dir das. Ich weiß selber nicht, auf welcher Seite ich bin. Ich bin so froh, zu Team Flair zu gehören. Denn nur so kann ich diesen erstklassigen Espresso in Bistro Flordelis schlürfen. Bistro Flordelis! Das Café von diesem Spasti, der gerade gesagt hat, ich bringe euch alle um. Oh, wo der wohl seinen Sitz hat? Ich kann mich da so oft genug aufregen über diese Logik hier in Pokémon. Ich glaube, da wäre es einfach am besten. Ich halte hier einfach mal die Schnauze. Ja. Naja. So erkunden wir einfach mal die Spitze des Schattens, den die Uhrensonne wirft. Genau, die Sonnenuhr wirft. Befinden wir uns inmitten einer Kriminalgeschichte. Ich glaube, ich habe die schon mal vorgelesen. Dann wäre dort gewiss etwas vergraben. Detektiv Pikachu! Ist jetzt voll neu rausgekommen für mich. Ist heute der 4.2.2016. Nur mal so zur Info, ne? Ist schon eine Zeit hier. Ich glaube, gut ein Monat, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ja, das waren noch Zeiten, ey. Ja. Ich kann die Erinnerungen von Pokémon lesen, deswegen nennt man mich Miss Memory. Möchtest du wissen? Ja. Und wie in Alpha Saphir werde ich ab jetzt hier einfach mal... Oder nein. Das mache ich am Ende von der Folge. Oder am Ende vom Erkunden. Dann können die wegschalten, denen das nicht interessiert. Die das nicht interessiert, nicht denen, die das... die sowas nicht interessiert. Und die das interessiert hier, die Erinnerung an meine Pokémon, die können hier jetzt einfach mal dann dranbleiben. Und wir gemeinsam hören wir uns mal an, was die Lady dazu erzählen hat. Ich auf jeden Fall habe das ja sehr, sehr gerne, dieses neue Neuigkeit-Feature. Seit der 6. Gen gibt's das ja. Oh, es ist so schön. Einfach die Erinnerung. An was erinnert sich unser Pokémon, das uns die ganze Zeit begleitet hat? Es ist einfach so schön. Je nachdem, welches Pokémon Kraftreserve... Ihr seid die Kraftreserve-Typis. Die interessieren mich jetzt einfach mal nicht. Nee. So, kriege ich hier einen neuen Ausblick. Außer auf das kleine Mädel. Was eigentlich kein schöner... Ausblick ist so gesehen, ne? Weil das wäre ein bisschen creepy, ne? Ein niedlicher Ausblick wäre das, ne? Auch wenn ich mal etwas verliere, findet Luxtra es eben nur wieder. Luxtra? Pokémon sind genial und dabei so geheimnisvoll. Ja. Aber Luxtra? Hier gibt es doch kein Shinox oder sowas zu fangen in dieser Region. Woher hast du dieses Luxtra, Lady? Wir werden es wohl nie herausfinden. Und du? Hoffentlich werden meine Pokémon selbst dann noch bei mir sein, wenn ich schon erwachsen bin. Nee, die sind so wie die helfenden Elfen da, Timmy Turner und sowas, und die werden dann einfach weg. Sind wutsch und gehen zu anderen Kindern. Genau so läuft es hier in Pokémon auch ab. Und ich sehe dauernd, dass irgendwie da ein Haar vor meinem Auge erscheint. Oh. Ein einzelnes Haar und das stört mich. Denn wenn ich einmal Kinder habe, möchte ich mit ihnen Pokémon tauschen. Du willst dann deine erfahrenen Pokémon, die wahrscheinlich schon voll auf Drogen sind. Na, Drogen, was soll ich das sagen? Ich stelle mir jetzt gerade ein Machomai vor. So vollgepacktes Machomai, voll Erfahrung, voll stark. Möchtest du jetzt ein kleines Kind geben, das gerade ein Tisas gefangen hat? Okay.
ergibt Sinn. So, warst du nicht derjenige? Nee, du bist... War das jetzt nur optional? Naja, da gehe ich auch am Schluss hin. Weil eigentlich heißt es hier in dieser Stadt, gibt es ja jemanden... Oder habe ich das jetzt verpasst? Hier sollte es ja jemanden geben, der uns etwas über die Story hier erzählen kann, ne? Diese roten Anzüge gibt es leider nicht in meiner Größe. Daher kann ich dem Flair auch nicht beitreten. Ja. Da sehen wir wieder Team Flair. Ja, ja, ja. Mit euch wird's auch nicht besser. Ne? Geht's meinem bzw. deinem Shiggy. Shiggy habe ich dir gegeben. Und gut, ist wahnsinnig verspielt. Ich fühle mich an seiner Seite gleich viel jünger. Aber Shiggy ist dein Begleiter, oder? Nee, 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 nee. Ist schon egal. Ach ja, der hat Spaß mit dem kleinen Schickilein. Ach ja, hallo, du da. Ein Dankeschön vom ganzen Herzen für eine Welt voller Pokémon. Okay, wenn du meinst. Ach ja, die Stadt hat da auf jeden Fall etwas. Nicht nur vom Look. Auch die Melodie ist interessant. Interessant. Ja, ja, ja. Ich erwarte mir immer irgendwie einen Ausblick. Ich weiß nämlich nicht wirklich, so ganz wirklich, was ganz wirklich ist. Ja, solange ich Pokémon an meiner Seite habe, ist alles klar. Und ich spüre gerade im Mund Essensreste vom Mittagessen, was nicht so schön ist. Infos, die ihr braucht, ich weiß. Wusstest du eigentlich, dass es auch Monduhren gibt? Jetzt nicht wirklich so ganz. Ich bin auf jeden Fall kein Experte, der sich so auskennt mit Uhren und sowas. Die Fluxia-Sonnenuhr besteht. Besteht, ja. Besteht aus einem rätselhaften Material, das sich offenbar nicht mal mit den Mitteln der modernen Technik zerstören lässt. Warum arbeitet... Obwohl, wenn man dieses Material nicht irgendwie umbauen kann, dann ist es eigentlich auch nicht so extrem nützlich. Ihr habt mir gedacht, warum kommt Team Flair nicht daher, baut aus diesem Kristall hier oder was auch immer das ist, eine Waffe und dann sind alle fröhlich. Aber da kann man nicht sehr viel umbauen, wenn das unzerstörbar ist. So, keine Ahnung, ob wir hier schon ein Foto gemacht haben, aber wir machen es jetzt einfach nochmal hier. Ach ja, das können wir weg. Nein, 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 nein. Nein, ich möchte das Foto jetzt... Na, so. Wahrscheinlich ist jetzt hier ein Rotom drinnen in diesem Fotoapparat und spielt jetzt voll verrückt, ey. So, jetzt muss ich da nach unten schauen. Weil mir ist aufgefallen jetzt vor dieser Aufnahme, dass irgendwie die Capture Card oder das Kabel nicht mehr so das Beste ist und ein bisschen verrückt spielt manchmal. Deswegen habe ich mein Dingsbums hier nicht mehr in der Hand, mein 3DS. Was ein ziemlich doof ist. So. Ja, das muss natürlich das sein. So. Ja. Ja, das ist perfekt, ne? Wann hat man mal die Möglichkeit, hier ein Foto zu sehen, wie unser Protagonist nach oben schaut? Genau in diesem Augenblick hier. Das ist perfekt. Keine Ahnung, was ich habe. Irgendwie normale Fotos sind mir einfach zu Mainstream. Gut, das ist gut geworden und so. Ja, finde ich auch. Und am Ende werden wir uns natürlich alle Fotos dann angucken. Ach ja. War übrigens ein bisschen merkwürdig hier in der Rivalenrunde hier zu stehen, obwohl ich hier diese Stadt eigentlich noch nicht erkundet habe. Das war das erste Mal. Weil normalerweise erkunde ich die Stadt, mache dann die Arena und dann stelle ich mich irgendwie zu den Sehenswürdigkeiten dieser Orte hier. Schaut auf jeden Fall interessant aus. Aber diesmal habe ich zuerst die Arena gemacht und dann die Wahlrunde und dann erst hier erkunden. Deswegen ist hier ein bisschen merkwürdig. Aber die Uhr, die kann sich bewegen. Das wissen wir seit der Rivalenrunde. Keine Ahnung. Söderle. Dann sind wir hier und eigentlich müssten wir hier jetzt schon alles erkundet haben, außer dieses Café, was mich aber nicht interessiert. So, dann hören wir uns mal an, was dieser Typi hier zu sagen hat. Hoffentlich bin ich jetzt nicht zu spät dran. So, hallo, wer bist du überhaupt? Übrigens, was diese seltsame Truppe in ihren roten Anzügen angeht,
kann es sein, dass die immer noch auf der Suche nach legendären Pokémon sind? Was heißt hier übrigens? Ich rede dich zum ersten Mal gerade an. Vor ein paar Jahren waren hier schon mal Leute, die genau die gleichen Fragen gestellt haben. Welche Fragen? Ich habe noch nichts gefragt, oder habe ich jetzt wirklich so ein... Obwohl, Kurzzeitgedächtnis nicht, weil, wie schon gesagt, die letzte Aufnahme ist schon einen Monat her. Ja... Oh, hallo! Du musst der Schüler von Professor Platon sein, von dem ich schon so viel gehört habe. Dann werde ich dir mal etwas über Xerneas, das legendäre Pokémon der Kalos-Region, erzählen. Okay. Aber was meint das dieses eine Mädel da drüben mit? Die gleichen Fragen gestellt, ja, und... Vielleicht kommt ihr aus einem Paralleluniversum, wo die Zeit ein bisschen weiter vorangeschritten ist. Es hat vor etwa 800 Jahren sich zugetragen. Ein Pokémon namens Xerneas befreite nichts, sondern breitete sein strahlendes Geweih über Kalos aus, um das Land mit seinem Licht zu durchfluten. Just in diesem Moment spürten Pokémon und Menschen allerorts eine Energie durch ihre Körper fließen. Es war ebenfalls zu jener Zeit, dass ein tiefer Wald mit Xerneas in seinem Zentrum wie aus dem Nichts erschien. Die Legende besagt, dass Xerneas am Ende seiner tausendjährigen Lebensspanne diese alte Schachtley in einer letzten und eigennützigen Tat die ihm verbleibende Energie freisetzten, warum ist hier jetzt Mehrzahl, und an seinem Umgebung abgegeben haben werde. Irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie habe ich jetzt keine Ahnung, was der da gerade gequasselt hat. Es wird davon berichtet, dass vor 3000 Jahren, als die Kalos-Region von einem furchtbaren Krieg heimgesucht wurde, ein Pokémon zur Rettung all der verwundeten Pokémon gekommen sei. Es gibt Menschen, die der Überzeugung sind, dass es sich dabei um das besagte Xerneas gehandelt haben solle. Vielleicht spricht aus ihnen allerdings auch nur eine Art Wunschdenken. Die Hoffnung, dass in schlechten Zeiten ein legendäres Pokémon kommen und sie aus ihrer Not befreien würde. Wie dem auch sei, nachdem Xerneas seine Energie freigesetzt hatte, jetzt im Singular und nicht im Plural dieses Wort, verwandelte es sich tief im Wald versteckt in etwas, das der Form eines vertrockneten Baumes ähnelt. Zumindest ist es so überliefert. Okay. Irgendwie habe ich gedacht, hier erscheint dann noch Professor Platon oder irgendeiner unserer Rivalen und dann reden wir über diese Geschichte hier. Echt nicht? Naja, übrigens. Nochmal übrigens und so. Tschüss. Okay. Dann haben wir das hier erkundet und jetzt würde ich sagen einfach den Rest des Parts mal schauen. Mal schauen, ob ich danach noch weitermache hier. Oder habe ich noch irgendwas zu erkunden? Ich glaube nicht. So, jetzt wollte ich hier Select zugesehen drücken. Ja, ich bin noch einer dieser alten Sorte, die Select sagen und nicht Y oder sowas. Ja. Was bringt eigentlich Select? Ist eigentlich ziemlich schade, dass jetzt Start und Select auf dem 3DS nichts mehr bewirkt. Naja, ist auch wurscht. So, dann schauen wir einfach mal. Ich weiß nicht. Wir werden sehen, wie ich das mache. So, Erinnerungen und sowas. Ha, los, auf ein Abenteuer. So, Mann, die zwei Pfiffchen, nicht mehr Magnaien, so heißen die Pokémon. Die setze ich gar nicht mehr so oft ein, aber keine Ahnung. Generell. So, wo fangen wir denn jetzt an? Ja, einfach mal da. Unser Lupus, was sagt denn der? Was erzielt er denn so? Lupus hatte ein anstrengendes Spezialtraining mit Sebi. Es erinnert sich ergriffen dann daran zurück, wie müde es war. Möchtest du etwas in Erfahrung bringen? Weil ich glaube, Lupus habe ich Init und Spezialverteidigung trainiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass das anstrengend war, weil das ist diese Kombination, wo man keinen einzigen Angriff irgendwie trainiert. Das ist immer so
so anstrengend, weil du haust dann nicht mehr so viel rein im Spezialtraining, also braucht das viel länger. Und das, ich kann dich schon irgendwie nachvollziehen, aber du bist ein Schlappschwanz, wie es ausschaut, Lubas. Wow. Okay. So, dann unsere Giona. Ach ja. Gut, dass ich das jetzt 15 Minuten nach der Begrüßung erst anspreche, aber ich habe hier unser Nidoqueen trainiert. Wir haben ja in der Rivalenrunde, jetzt spoile ich das eigentlich, falls die Rivalenrunde jetzt noch nicht angekommen ist, oder? Nein, nicht in der. War das nicht die letzte Runde? Auf jeden Fall habe ich einmal Wondertrade hier getradet und habe ja ein Nidoran, weiblich, so heißt es, bekommen und habe mir gedacht, ja, das nehmen wir ins Team, also habe ich es trainiert und Nidoqueen ist ja, yes. Und ich denke mir jetzt einfach mal, das habe ich nicht nachgesehen, Hakase nenne ich dich jetzt einfach mal aus Blast of Tempest, diesen Anime, weil den gucke ich mir gerade an. Ja, falls ich, das werde ich danach nachher gucken, ob jetzt Hakase, irgendwie so heißt sie. Naja, und Giona, sowas, an was kannst du dich erinnern? Hatte ein anstrengendes Spezialtraining. Alle erinnern sich nur an unser Training, was ist denn los? Es erinnert sich ergriffen daran zurück, wie es im Unreinen mit sich war. Kann ich mir mal die Persönlichkeit noch mal anschauen, von unserem schleimigen Ding hier? Nein. Ja, im Unreinen. Also wollte es eigentlich nicht trainieren. Also möchte es im Prinzip auch. No, das schauen wir uns dann später an. Wenn ich es nicht vergesse. Also möchte es gar nicht stark werden vielleicht. Aber es ist mal so. Forsch ist es. Naja. Lynette, wie geht's denn dir? Altes Haus. Hatte ein anstrengendes Spezialtraining. Hallo, warum dauernd? Es erinnert sich daran, wie anstrengend das war. Keiner hatte Spaß mit mir, ey. Was soll das? Jetzt kann endlich mal was Glückliches kommen oder so. Vielleicht haben wir Spaß gehabt, aber es war am Anfang halt anstrengend und so. Aber nach der Zeit wuchsen wir gemeinsam stark auf. Irgendwie so, keine Ahnung. So. Sebinara hat gesehen, wie Sebi ein Item eingesetzt hat. Wie heißt es nochmal? TM84. Es erinnert sich klar und deutlich daran, wie leid es ihm getan hat. Okay, warum denn? Was ist denn 84? Das würde mich jetzt interessieren. Sebinara, was ist denn los, ey? 84. Habe ich das jetzt nicht? Jetzt habe ich es nicht. Was? 84? Nee, 84 war's. Hallo, was war's denn? Da. Gift-Tip. Achso, ja. Habe ich das eingesetzt irgendwo? Vielleicht. Es hat ihnen leid getan. Ja. Gift ist sehr effektiv gegen Fee, aber... Okay. Aber alles nur negative Erfahrungen hier. Hallo, was soll das? Das gibt's doch nicht. So, Nidoqueen. Dich haben wir lange... Hakase. Wir haben dich ja lange nicht... Seine alten Erinnerungen. Sah seinen ursprünglichen Trainer mit dem Smiley da in der Mitte. Zum ersten Mal, als es auf einen Kampfschauplatz aus einem Ei geschlüpft ist. Es erinnert sich daran, wie unbeschreiblich seine Gefühle waren. Es erinnert sich noch an etwas. War mit Sebi in einem tollen Restaurant und hat dort ordentlich gemampft. Es erinnert sich daran, wie sehr es sich amüsiert hat. Das Teammitglied, das erst ein paar Minuten im Team ist, so gesehen offiziell, hat so tolle Erinnerungen und alle anderen... Wow! Sagen wahrscheinlich jetzt zu unserem Nidoqueen, los, flüchte, es ist gar keine gute Erinnerung, es ist gar kein gutes Leben mit ihm. Los, flüchte, solange du kannst. Also wirklich, aber schöne Erinnerungen. So, dann Lucky. Eigentlich müsste es auch hier, Lucky Herzer, Lucky, zum ersten Mal im Kampfschauplatz, okay, auch. Wie nervös es war. Ja, würde mich nicht wundern bei Lucky, wenn man aus der Vagina seiner Mutter kommt, so gesehen, und dann Lucky vor sich sieht, dann kann ich schon nachvollziehen, dass man leicht nervös wird. Es erinnert sich noch an etwas.
hat er ein anstrengendes Spezialtraining. Alter, Serena, wie leid es ihm getan hat. Hallo! Ich dachte mir, jetzt gehen wir die Erinnerungen durch. Einfach weil, ja, ist immer schön. Und alle nur am Beschweren und... Was ist denn los mit deinem Pokémon? Alter! Nicht nervös sein. Ich hätte gedacht, ich bin doch ein positiver Kerl. Geht das nicht auf meine Pokémon über, oder was soll denn das sein hier? Heiko, bitte. Du hast Team Flair dauernd niedergemetzelt und so, ne? Du erinnerst dich auch nur an ans Fressen und wie viel Spaß du dabei gehabt hast, okay? Aber wenigstens nicht so, oh, Spezialtraining. So, Yuki, was ist mit dir? Hm? Komm schon. Hat von Item Münzamulett. Und? Wie stolz es war. Ja, es war stolz, Münzamulett bei sich getragen zu haben. Okay. Dann Kuro, unser kleines Miau-Miau. Hat ein anstrengendes Spezialtraining. Es erinnert sich ergriffen daran zurück, wie viel Spaß es hatte. Aber wenigstens ein Pokémon, das dabei Spaß gehabt hat. Möchtest du es nochmal? Ja, ja. Wie viele Pokémon habe ich denn jetzt noch? Tja. Werde ich diesen Part noch machen. Mir egal, wie lange es dauern wird. Und dann mache ich Schluss und dann geht's nächsten Part zu. So, Eowyn, komm schon. Kein Spezialtraining. Hat zusammen mit Eevee gekämpft und ein Evoli besiegt. Es erinnert sich sehr gerne daran, wie unbeschreiblich seine Gefühle waren. Ach, wenigstens freut es sich, mit mir zusammen gekämpft zu haben. Das ist schön. Ach, Eowyn, ich hab dich lieb. So, dann schauen wir uns die anderen Pokémon hier an. Die zwei Magneien. Sanyo habe ich getauscht bekommen. Ich weiß schon. Ist Carmen auf einem ruhigen Weg begegnet. Carmen warf ein Pokéball und ihre gemeinsame Reise begann. Es erinnert sich daran, wie unbeschreiblich seine Gefühle waren. Och man, jetzt tut's mir doch ein bisschen leid. Dieses Pokémon. Es war sowas von gehypt. Endlich ein Abenteuer mit einem Trainer zu durchstreiten. Obwohl, ich habe ja die beiden eigentlich am Anfang doch öfters benutzt. Das muss man dann schon sagen. Aber das ist sowieso etwas, was ich ansprechen wollte im nächsten Part. Aber, ne? Sanyo war mit Sebi in der Spiegelhöhle und hat dort sein Spiegelbild gesehen. Boah, ey, war der hässlich, hat er sich gedacht, bis er bemerkt hat, oh, das bin ja ich. Erinnert sich daran, wie unruhig es war. Ja, habe ich schon gesagt, ne? Aber da, mit Sanyo waren wir ja an... in der Spiegelhöhle. Was ja... eine schöne Erinnerung ist, würde ich sagen. Auf jeden Fall ein besonderer Ort. Ein schöner Ort, ne? Ist Dragon Master auf einem ruhigen Weg begegnet. Schon wieder. Und Reise begann. Wie gut gelaunt es war. Schon wieder. Und war dabei, jetzt schneit's auf einmal, war dabei, als Sebi ein Hornliu gefangen hat. Es erinnert sich ergriffen daran zurück, wie gut gelaunt es war. Das es ist immer gut gelaunt, ey. Die ganze Zeit nur so ein breites Grinsen im Gesicht. Okay. Aber die zwei Hündchen. Schön, dass ihr schöne Erinnerungen habt an mich. Lucina, wie geht's denn dir? Wie geht's denn dir, Schatzilein? War mit Sebi in einem tollen Restaurant und hat auch was gemampft, obwohl es eigentlich ein Schwert ist und nicht essen kann. Es erinnert sich, wie müde es war. Okay. Das frisst sich wahrscheinlich voll, unsere Lucina-Lein hier. Unser Schwert. Okay, okay. Flora. Dich habe ich auch des Öfteren benutzt. Oh, und du kannst dich nur an das Training erinnern. Es erinnert sich daran, wie unbeschreiblich seine Gefühle waren. Aber wenigstens, ja. Obwohl, ich glaube, bei Flora habe ich auch keinen Angriff trainiert. Okay. Sie likes to fight und so, ne? Und dann unser Diona. Das ist auch ein ziemlich alter Knacker hier jetzt schon. Dionas konnte sich unter Anleitung von Sebi wieder an Sturzflug erinnern. Es erinnert sich ergriffen daran zurück, wie nostalgisch es geworden ist. Okay, das ist auch mal was Neues, würde ich sagen. Aber weil es durch meine Anleitung es wieder diese Attacke wieder erlernen konnte, warum muss man dann extra mit einer Herzschupfe zu diesen einen Spasti hingehen?
Das ergibt keinen... Das erinnert sich noch an etwas. Wow. Gelangte per Tausch in einem Pokémon Center in das Team von Sebi. Echt? Nee, oder? Was? Ach so. Nein. Ich habe es doch in diesem Spiel gefangen. Ich glaube, ich habe es mal auf Pokémon Y rüber gewechselt, einfach weil ich versucht habe, dort ihnen irgendwelche Attacken noch beizubringen oder sowas. Aber ich habe dort keine Herzschuppe gehabt, das war doof. Und dann habe ich wieder zurückgewechselt, natürlich. Und vielleicht deswegen. Oder Alpha Saphir habe ich rüber gewechselt. Okay. Es erinnert sich daran, wie unruhig es war. Na, das war ja nicht böse gemeint, dass ich dich kurz weggeschickt habe. Ich wollte dich einfach da zu meinem Kollegen in Höhen hinschicken, weil der hat andere Attacken auf Lager, die er dir beibringen kann. Und dann wechselt er mir wieder so. Was ist denn hier? Oho. Okay, dann schauen wir mal. Vielleicht wollte es einfach keine neuen Attacken beibringen, sondern einfach nur mit mir das Leben durchzuschreiten. Böser Sebi von Tommy, so. Mal schauen. Böser Sebi sah Maike zum ersten Mal, als es auf dem Kampfschauplatz aus dem Ei geschlüpft ist. Mal schauen, wie es dann reagiert hat, wie nervös. Ja, würde ich auch werden. Ne? Das gleiche wie bei Lucky, würde ich halt sagen. Ein anstrengendes Spezialtraining, wie sehr es es genossen hat. Oh. Wenigstens haben wir hier ein paar Kämpfe in unserem Team. Das ist ja mal schön. So, bald haben wir es ja. Unsere Beta. Was ist mit dir, Mädel? Ich glaube, ich werde nicht wieder Spezialtraining machen hier in den späteren Generationen, weil die alle erinnern sich nur an diese beschissene Spezialtraining. Viel Spaß es hatte, aber wenigstens hatte ich Spaß gehabt. Und keiner erinnert sich an Pokémon Ami oder sowas. Sebi traurig. So, was ist mit Laternecto, unserer Candy, auch von Carmen. Sadaiske. Daiske, zum ersten Mal, ne, Kampfschauplatz. Und wie sehr er sich amüsiert hat. Ich kenne Daiske nicht, wer auch immer das ist. Das erinnert sich auch, war mit Sebi shoppen. Okay, dann haben wir so ein richtiges Mädel, Shopping-Mädel hier geangelt. Wie stolz es war. Okay. Warum muss ich mir jetzt hier so ein Laternecto vorstellen, das da auf seinen Armen die ganze Zeit irgendwelche Kleidungsstücke herumträgt? Ja, ich gehe einfach shoppen. Achso, du bist kein Mädel. Okay. Ich hätte gedacht, du bist ein Mädel. Naja, und ein Serpi Royal haben wir ja bekommen durch Wundertausch. Es heißt Chris. Sah Zoster zum ersten Mal, als es auf einem Weg am Fluss aus dem Ei geschlüpft ist. Okay, wie gut gelaunt es war. Du hast ein gutes Leben gehabt, wenigstens das trainiert. Was wurde von Sebi trainiert und hat sich auf einem Weg mit Meeresblick entwickelt. Es erinnert sich ergriffen daran zurück, wie unruhig es war. Warum fühlen alle sich so unruhig, ey? Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich weiß, Part ist wieder etwas länger und so. Aber ist mir jetzt mal schnutzegal. So. Dann schauen wir mal. Und der Starter kommt dann zuletzt, ne? Libeldra, unser... wie heißt du? Boah, ich hab den Namen vergessen. Libeldra war... Beldrix. So. Sayano, zum ersten Mal, als er so ein Kampfschauplatz aus dem Ei geschlüpft ist, erinnert sich, wie sehr es sich gefreut hat. Und noch etwas. Hat er ein anstrengendes Spezialtraining? Wie sehr es sich amüsiert hat. Das amüsiert sich die ganze Zeit. Okay, okay. Okay. Ich habe komische Pokémon, würde ich hier sagen. So, unser Shiro. Was ist mit dir los? Komm schon. Süßigkeiten! Süßigkeiten, yes! Es erinnert sich ergriffen daran zurück, wie es gegrinst hat. Oh, das müsste Pokémon Ami sein. Endlich mal ein Pokémon, das sich an Pokémon Ami erinnert. Das mache ich doch nicht umsonst, ey. Pokémon, los, meine kleinen lieben Pokémon. Erinnert euch halt. Erinnert euch an meine Anstrengungen mit euch zurück und so. Eigentlich, ja... Spezialtraining ist eigentlich auch was anstrengend. Egal. Horst Jürgen.
Es erinnert sich ergriffen daran zurück, wie es sich aufgeregt hat, als es den Namen bekommen hat. Horst Würgen war mit Sebi in einem tollen Restaurant und hat dort gemampft. Wie sehr es sich gefreut hat. Ja. Mit diesen Beschreibungen kann ich mehr anfangen als mit diesen Spezialtraining-Gedöns. Nach der Zeit wird's langweilig. Torok! Was ist mit dir los, ne? Ist Sarah auf einem ruhigen Weg begegnet. Und gemeinsam, wie überwältigt es war. Oh. Und war mit Sebi unterwegs, als sie plötzlich von einem wilden Fleckneul angegriffen wurden. Völlig überrumpelt haben sie das Weite gesucht. Wie überwältigt es war. Okay. Aber auch eine schöne Erinnerung, muss man sagen. Auch wenn wir hier wie Feiglinge einfach davongelaufen sind. Aber trotzdem schön. Und Granka. Unser letztes Pokémon hier. Ach ja. War mit Sebi shoppen. Okay. Wie nervös es war. Okay. Okay, unser Start erinnert sich noch, wie wir shoppen waren. Okay. Naja, aber wir haben hier diese Stadt in 30 Minuten erkundet. Es hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Und nächsten Part werden wir uns hinbegeben. Und ja, dann treten wir Flordelis in den Arsch und dann machen wir uns auf den Weg zur 8. Arena. Das ist unser Plan hier. Naja. Und Part 64 halt, nächster Part, ne? Macht's gut und tschüss, Leute. Stay positiv, meine Schnuckis da draußen, ey. Ja. Was soll das? Volle Bedrohung, ey. Ciao, ciao.